sieht aus, als wenn ich auf Schienen fahre. Langsam habe ich es raus mit Lenken. Aber es ist nicht mehr ganz so dunkel, habe ich das Gefühl. Wird er schon heller? Kann ich mir nicht vorstellen. Also wir haben ja 3.16 Uhr. Das müsste jetzt eigentlich tiefste Nacht sein. Also es wirkt einfach nicht mehr so dunkel. Oder die haben so einen Effekt drin, dass die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Ich glaube, sowas ist es. Lichter einer Stadt am Horizont. Hier hätten wir jetzt schlafen sollen. Ich glaube, das wäre zu spät gewesen. Mit Lenkrad ist das einfach so entspannt. Ich glaube, mit Tastatur und Maus alleine hätte ich an dem Spiel keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Je nach Jahreszeit könnte es jetzt schon langsam hell werden. So, aufgepasst. Stadt. Na, ein Motel, da könnten wir sogar schlafen. Brauchen wir aber nicht. Ah, das war knapp. Vergessen, dass der Bremsweg etwas länger ist mit dem etwas schwereren Hänger, den wir haben. Ne, wir fahren hier aber durch. Und die KI der Autos funktioniert auf jeden Fall besser als beim Euro Truck Simulator. Ich glaube, da wurde ein bisschen dran geschustert, dran gefeilt, würde ich sagen. Tank ist noch halb voll. Nochmal tanken brauchen wir nicht. Das sieht doch auch nett aus hier. Seafood. Ah, ein Fisch Restaurant. So, wir verlassen die Stadt. Und kommen auf eine etwas befahrenere Straße. So, gerade noch die KI gelobt. Und schon steht da der Erste. Sind wir zu weit reingefahren? Also, Entschuldigung. Ja, dann fahre ich jetzt. Sorry. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen irgendwie, dass wir... Ja, vielleicht einen Tacken.
Aber da ist die KI dann doch noch so, naja, dämlich ja auch nicht, aber pingelig, sagen wir mal. So, es wird hell. 5.16 Uhr, also wir haben Sommer. Fahren. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jetzt dürfen wir auch nur noch 70. 70. Ist das vielleicht. Ne, wir sind ja im gleichen Start. Oder sind wir in einem anderen Start gefahren? Wir sind jetzt in einem anderen Staat. Wir sind jetzt wieder in Nirvana. Nirvana. Im Nirvana sind wir. In Nevada. Nevada. Nirvana, mein Gott. Nevada. So. Ist die Frage, gilt hier tatsächlich, gelten hier andere Geschwindigkeiten? Für LKWs? Gerade hatten wir immer 65. Nee, 55. Das kann auch nicht sein, das kann nicht stimmen. Vor allen Dingen, ich will ja auch keine 70 um die Kurve. Ich glaube, wir bleiben mal bei unseren 55. Mit 55, jetzt vom Wortwitz, sind wir immer ganz gut gefahren bis jetzt. Ha. Safe Personal Storage. Aha. Ist wieder ein Parkplatz. For sale. Och nö. Nein, nö, danke. Ja, scheint mir ein bisschen eng die Kurve. Was habe ich hier? Einen See? So, nächste rechts und dann sind wir auch schon fast da. 7 Uhr am Morgen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was fahren wir? Ja, Dynamit. Ja, passt ja, wir fahren zu der Mine. Vom Chemiefabrik. Dynamit zu einer Mine bringen. Cool. Sinnvolle Transporte. So. Ich glaube nämlich, der See, den wir gerade gesehen haben, wirkte auch nicht auf mich irgendwie nicht natürlich, sondern es sah mir eher so aus, als wenn es auch eine vollgelaufene Mine ist. Also so eine ehemalige Mine. Kam mir zumindest so vor. Gönnen wir uns doch mal einen Blick runter, oder? Früher sind wir ja auch so in so Minen runtergefahren. Beim Euro Truck Simulator.
sollten wir vielleicht. Ist das eine Ausfahrt, eine andere Einfahrt? Nein, ich denke mal, man soll mit einem rechts, einem links, oder? Nee, ich glaube, wir hätten weit rechts fahren sollen. Alles gut. So. Ja. Da kommen wir doch da rechts rum, ne? Können doch da einfach da halten, oder? Schauen wir mal. This way. Ach ja, steht hier auch. Wir sollen auf jeden Fall this way. Hier ist es nicht sonderlich eben. Unten oder oben? Unten, würde ich sagen. Oben, würde ich sagen. Das ist ja schon fast geradeaus einparken. Das ist ein Zwei-Sterne-Parken. Naja, gut. Ich kenne, was das Problem ist, also was das Problem sein soll, zumindest. Aber ich denke nicht, dass es ein Problem darstellt. Was? Ah, doch. Geschafft. Company Collector 5 von 15 gab es als Erfolg. Und wir sind aufgestiegen. Gefahrene Strecke 400 Meilen. Und das gab ordentlich Kohle. Es gab auch noch Bonus für Fernfahrten. Ah ja, schick, schick, schick. So. Das war also eine Fernfahrt über 400 Meilen. Wir sind genau 400 gefahren, ne? Lieferung bis, achso, bis zu 400 Meilen. Ja, weiter geht's auch gar nicht. So. Ich würde sagen, wir gehen weiter hier auf Gefahrenklassen, wollte ich gerade sagen, aber... Oh. Achso, wir können uns eine aussuchen, das habe ich gar nicht gesehen. Was wollen wir denn hier? Brennbare Stoffe, toxische Stoffe, ätzende Stoffe. Ich würde gerne die toxischen Stoffe nehmen. Gifte, gesundheitsgefährdende Stoffe wie Kaliumcyanid, Quecksilberchlorid oder Pestizide. Klasse 6.2 Biogefahr. Infektiöse Materialien, Virenkulturen, gebrauchte Nadeln und so weiter. Jo. Sie haben Post. Okay. Was haben wir denn für Post? Wir können Ihnen wachsen helfen. Bank. Ah, okay. Nein, wir möchten... Ah, wir dürfen jetzt bis 500.000. Nein, danke. Wir sind durch. Für heute. Oh, Schaden haben wir 2%. Okay. Naja, 2% ist nichts. Also, dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck. Ach, Euro Truck. American Truck Simulator. Bis dann. Tschüss.